Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Ameisen-Video. Ich bin leider etwas krank, aber ich muss dieses Video heute machen. Ich fange mal an. Und zwar habe ich schlechte Neuigkeiten. Und zwar ist meine Manica Rubida-Königin im Urlaub gestorben. Schade, schade, schade. Allerdings hat eine Arbeiterin, die im Urlaub ja sozusagen nicht geschlüpft, sondern halt zum Leben erwacht ist, die hat überlebt. Ja, könnt ihr sie sehen? Ja, stell doch mal scharf, Kamera. Da könnt ihr sie gerade rumlaufen sehen. Auch sind noch einige Larven vorhanden und sie haben Futter eingetragen. Ja, da ich demnächst nochmal Ameisen verkaufe, der Person werde ich einfach hier diese Manica-Brut mitschicken. Und da wird das ein kleines Experiment, ob Myrmica Rubra-Königin Manica Rubida-Brut annehmen. Aber jetzt möchte ich das machen, was ich ja schon immer mal machen wollte, mich von einer Manica Rubida stechen lassen. Der Stich soll ähnlich wie der einer Wespe sein. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist ja noch eine der ersten Arbeiterin, eine Pygmäe. Daher denke ich mal, tut es nicht so weh, weil die ja natürlich auch noch kleiner ist. Aber, naja. Hier habe ich auch dann gleich was zum Einfangen, falls sie mich hier auf dem Tisch rumrennt. Und dann lege ich jetzt gleich mal los. Erstmal den Müll hier entsorgen. Und da habe ich auch schon die Arbeiterin. Da. Ich weiß nicht, ob ihr sie sehen könnt. Aber sie sitzt dort gerade dran. Jetzt gleich werde ich sie auf meinen Arm tun. Okay. 3, 2, 1. Falsch rum, so rum. Sie versucht leider bis jetzt nur die Pinzette zu fangen. Das ist also ein bisschen problematischer als gedacht, die Pinzette zu stechen. Naja, und so wie ich das bei Myrmica-Arbeiterin mache, die mich stechen sollen, dass ich einfach den Finger drauf drücke, das möchte ich nicht machen, denn falls sie mich dann in den Finger sticht, dann habe ich ein Problem. Daher lassen wir mal los. Alter. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass das so ein Struggle ist. Jetzt 3, 2. Okay, sie hat mich gestochen, aber wirklich wehtun tut's nicht. Ist wie bei einer Myrmica gewesen. Oh, jetzt brennt's tatsächlich mehr. Meine Güte, ich will mich doch nur noch mal stechen lassen.
Hallo, nicht die Pinzette. So, jetzt aber. Oh ja. Okay, am besten nicht kratzen. Also, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber es wird rot und es brennt auf jeden Fall. Da ich noch nicht von einer Wespe gestochen wurde, weiß ich nicht, ob das mit einem Wespenstich zu vergleichen ist. Aber es ist ganz lustig. Ja. Ich denke, das war jetzt eigentlich ziemlich alles. Ich werde die Arbeiterin jetzt gleich wieder ins Reagenzglas buxieren und dann entschuldige ich mich jetzt schon mal dafür, dass das Video so lang und relativ stumm ist. Aber naja, ich kann da nicht wirklich was für. Da war jemand anders widerspenstig. Okay, gut. Arbeiterin drin. Reagenzglas zu. Und jetzt kommen sie in den Keller. Da ist es schön kalt, damit sie vor der, ja, vorm Verschicken sich die Larven nicht schon verpuppen. Ah, jetzt kann man es eventuell sehen. Da sind so zwei kleine Hubbelchen. Die, da hat sie gestochen, das merke ich. Genau da, ja. Da, jetzt kann man sie gut erkennen. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen. Es tut mir immer noch ein bisschen weh, dass die Kolonie gestorben ist, aber naja. Sonst kann ich noch sagen, es kommt demnächst ein großes Update. Allerdings möchte ich erstmal meine Stimme schonen und mich selber auch. Ja, ich verkaufe die Phaidolo-Kolonie, die Lasius Flavus-Kolonie und wahrscheinlich auch die Campanotus-Kolonie. Also die Herculeanus. Gut, jetzt aber wirklich Ende. Schaut beim Naturjot vorbei, bewertet dieses Video und abonniert meinen Kanal. Tschüss!